Konntet ihr euch neue Schuhe kaufen? Wir ließen's aufschreiben, Herr Ill. In der Schule fast jeder damit konfrontiert, der Besuch der alten Dame. Damit hatte der Schweizer Autor Friedrich Dürrenmatt 1956 seinen Durchbruch. Weil er einfach damals den Zeitgeist getroffen hat, weil Geld die Welt regiert, schon viel früher als 1956 und wahrscheinlich noch viel länger als 2020. Und deswegen ist das Stück einfach brandaktuell. Ich gebe euch 100 Milliarden und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit. Die tragische Komödie, ein Welterfolg, wurde sogar am New Yorker Broadway aufgeführt. Aktuell gibt's das Stück im Linzer Phoenix. Wir sind natürlich komplett anders und das ist gut, weil wir eine sehr eingestrichene, eingedampfte Fassung haben, eine sehr schnelle, personenreduziert, aber das macht es mit einem Drive und sehr erfüllend. Claire Zachanassian setzt 100 Milliarden auf Gerechtigkeit. Mit 17 wurde sie von ihrem damaligen Freund Alfred schwanger. Der aber leugnet die Vaterschaft. Jahre später will sich die gebürtige Clara Wäscher an ihm rächen. Sag doch, dass du nur Komödie spielst, dass das alles nicht wahr ist, was du von mir verlangst. Es geht also um die Versuchung, für Geld über Leichen zu gehen. Geld regiert die Welt, aber das eigene Fortkommen ist einem oft viel wichtiger als das meines Nachbarn. Die Schauspieler des Linzer Phoenix wollen auch wieder vorankommen. Nach mehr als 30 Wochen Spielpause dürfen sie endlich wieder auf die Bühne. Wir waren natürlich schon sehr vorsichtig, also wir wurden auch getestet zu Probenbeginn. Wir halten alle Sicherheitsstandards ein und passen natürlich sehr auf unsere Schauspieler auf. Das heißt, sie sind die Wichtigsten im Theater und versuchen einfach auch die Kontakte zum Technikpersonal, zum Einlasspersonal zum Beispiel, so weit wie möglich zu vermeiden, um eben zumindest diese Gruppe gesund halten zu können. Es war einfach wunderschön, wieder zu arbeiten. Also das wird wahrscheinlich jeder in diesem Job so sagen. Wir brauchen das Publikum. Wir brauchen unsere Bühnenatmosphäre. Es hat richtig gut getan. Theater spielen nach der Krise anders. Das Ensemble steht jetzt bewusster auf der Bühne. Die Wertigkeiten haben sich allgemein geändert und auch daher die positiven Wertigkeiten. Also man sagt, was ist das eigentlich? Wie wertvoll ist das eigentlich, dass wir das jetzt wieder können oder dass das möglich ist, auch in dieser etwas seltsamen, eingeschränkten, reduzierten Form? Dafür aber voller Elan im Theaterstück Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt im Linzer Phoenix. Infos gibt's online.